Willkommen zurück bei Super Mario 64 Star Revenge 2 Act 1 To the Moon, ein Hack von Brodude. So, Broken Down Castle Hot Ruins. Oh yeah. Ja, ich suche immer noch an einem roten Schalter und es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich hier rüber muss. Ich habe es beim letzten Mal relativ früh aufgegeben, weil ich dachte, okay, wenn da hinten so ein roter Block ist, dann werde ich wahrscheinlich den Schalter irgendwo vorne dran finden. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich habe mich ausgiebig nochmal umgeguckt und dann habe ich erstmal gesehen, hier ist ja auch noch so ein Schüttel-Klapp-Ding, womit ich eventuell ein bisschen weiter nach vorne komme. Der Grund, warum ich jetzt nur noch 13 anstatt von 14 Leben habe, ist allerdings, dass diese Plattform hier ziemlich fies ist. Ihr denkt, okay, ich kann jetzt einfach draufgehen, solange ich nicht A drücke, ist alles gut. Pustekuchen, denn sobald ich hier draufsteig, klappt sie weg. Und das ist ziemlich fies. Das ist sogar verdammt fies. Ja, toll. Und das ist definitiv ziemlich fies. So. Was ich natürlich machen kann. Wenn ich draufspringen und sie klappt ein. Habe ich vielleicht eine Chance? So, jetzt ist sie da. Jetzt ist nur die Frage, darf ich mich darauf noch bewegen oder nicht? Ich darf mich darauf jetzt frei bewegen. Okay, auf jeden Fall ist die ziemlich fies. Und jetzt kann ich vielleicht endlich den Wandsprung falsch anbringen. An diesem Eisengitter. Hier könnte es sich um Eisen handeln. Machen wir die Magnetprobe. Kacke! hier könnte es sich um rotes Eisen handeln. Machen wir die Wandsprungprobe. Toll, das haut so nicht hin. Ich krieg Krise, ich muss auch noch den richtigen Winkel erwischen. Um auf dieser Plattform vorne drauf zu landen. Yes! Nein! Ich hätte es doch fast gehabt. Ich hätte es doch fast gehabt. Oh Mann, ey. Gestern verreckt mir die Karre. Heute kracht mit der alten. Und jetzt diesen Scheiß. Welcher Depp hat denn dieses Level designt? Brodude? Entschuldigung. Du bist so dumm zum... Nein. Ich hab's... Ich hätt's fast geschafft. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's einfach... Ah, Mario, das war ziemlich cool. Und da müsste Klügerlord kommen und sagen, Chef, Chef, der Mann kann nicht hacken. Er kann was nicht? Er kann nicht hacken. Nein, du machst das hier sehr gut. Das ist ein schönes Level. Ich freue mich auch drüber, aber alter Schwede. Jetzt klappt natürlich gar nichts mehr. Oh! Halala! Oh, ich hab's geschafft! Über 4 Millionen Menschen haben keine Ahnung von Leveldesign. Nein, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich mach nur Spaß. Ich mach wirklich nur Spaß. Alles gut. So. Roter Schalter! Er ist tatsächlich hier. Oh, komm jetzt. Muss. Hab ich gespeichert? Hier oben drauf? Hab ich. Ich lade lieber nochmal Safe State, weil das ist mir dann doch zu wenig Energie. Das muss nämlich wirklich nicht sein, mit zu wenig Energie jetzt hier ran. Yes, yes. Okay, komm, einmal in die Lava fallen, lass ich mir gefallen. Alles gut. Lololol, aber jetzt kommt natürlich die Krönung von dem Ganzen. Denn jetzt muss der Weehawk völlig harmlose Sprungtrittpassagen überwinden. Welche sogar meine Oma mit verbundenen Augen und einer Hand auf dem Rücken ohne Probleme schaffen würde. Wenn man allerdings Weehawk heißt,
Dann werden auf einmal sämtliche noch so einfachen Sprungpassagen zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Ist mal wieder typisch. Zu dumm, um eine Kanne Milch zu holen und um einen völlig simplen Mario-Hack zu schaffen, ohne sich dabei vollends zu blamieren. Wie Hock stolz auf Stern geholt zu haben mit über einer Million Safe-States. Lololololololol, was für ein Kasper. Gut, aber noch ist nicht alle Tage Abend. Ich komm wieder, keine Frage, denn... Dude, where is my Kaizo? The prequel. Nein. Was? Nein, komm auf! Ich verliere Energie, Ein Risikokomet. Huch. Mit Galaxy-Musik. Es ist ein Risikokomet. Nein. Du bist doch eine verrückte Huhn. Und das ist nicht der richtige Weg, oder? Wer ist mal Kaizo? Muss ich jetzt irgendeinen bestimmten Stern holen? Ist es egal, welchen Stern ich jetzt hole? Hauptsache als Risikokomet? Sehe ich das so richtig? Für welchen soll ich mich entscheiden? Also das mit den Wandsprüngen gerade war kacke? Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache tatsächlich das da hinten nochmal. Ich glaube, das bekomme ich, glaube ich, noch am besten hin. Also, falls das Prinzip ist, vielleicht ist der Stern auch irgendwo ganz anders versteckt jetzt. Und ich muss jetzt irgendwie einen der vier Wege absuchen und trotzdem fangen wir erstmal mit dem an. Irgendwo muss ich ja anfangen. Hiya! So, ich muss nur aufpassen. Hier gab es auch, glaube ich, keine Ouijis, aber dafür gab es Feuerkugeln. Oh! Oh Gott! Es gab Ouijis hier, oder? Ich höre sie doch. Ich höre doch meinen Namen. Ich höre sie doch, wie sie meinen Namen rufen. Eigentlich höre ich sie gar nicht. Und wenn sie was sagen würde, würde sie wahrscheinlich Ouiji sagen. Ah! Nee. Risikokomet kann mich mal. Ah! Aber das sieht das Spiel ein bisschen anders. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Mission am geeignetsten wäre. Die mit diesem Mirror Path da auf jeden Fall nicht. Weil da war dieser eine extrem nervige Ouija gewesen. Lade ich halt doch ein Safe State. Komm. Dann darf man sich nicht so haben. Gut, machen wir mal die Lakitu-Perspektive rein. Ich glaube, das ist hier ein bisschen besser. Dann klappt es auch mit dem Wandsprung. Also theoretisch. Wie habe ich das denn beim letzten Mal gemacht? So habe ich das beim letzten Mal gemacht, Bitches. Okay, komm, Weitsprung. Hier ist Ouija. Okay. Ouija! Cool. Hat geklappt. Und nix wie runter hier. Das gibt's nicht. Das ist also. Es klappt ja gar nichts mehr. Oh je. Stimmt, das darf ich so auch nicht machen. So, aber klappt das. Alles, was ich jemals an Skill vielleicht in Ansätzen gezeigt habe in diesem Hack, funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr. Vielleicht, weil ich insgeheim weiß, dass dieses Level eine Riesenherausforderung ist. Vielleicht macht mich das doch nervöser, als ich dachte. Sicher ist aber nur eins. Egal,
wie die Aufgaben da heißen mögen, die noch vor uns liegen. Es sind ja immerhin noch 3 Stück in diesem Level. Wir werden sie alle erledigen. Kein Wandsprung der Welt, kein Luigi der Welt kann mich aufhalten. Denn ich bin Maleo. Was? Was? Okay. Also, meine Theorie ist für den Arsch. Sehe ich das richtig? Meine Theorie ist für den Arsch. Wie schön. Das heißt, ich muss mich zurückwarpen. Der Stern ist nicht hier. Doch, der Stern ist hier. Oh, ich hab... Oh, ich sollte nicht so voreilig sein, sondern einfach mal durch den Warp gehen. Yes! Ja, der ist doch aktiv. Darf ich... Ah, gut, dass ich gesaved habe, mein lieber Mann. You've saved me. Also war es tatsächlich so, wie ich mir gedacht habe. Pink Nightmare, 50 Coins. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's nämlich ordentlich ab hier. Was geht ab? Was ist los, Trainer? Oh, Mann. 4. Oder besser gesagt, 1, 2, 3. Jetzt haben wir 4. Und wir sollten sie schön alle sammeln. Andere Münzen nicht, damit ich mir auch definitiv merke, wie viele ich hatte. Ich hätte aber aufs Schild gucken sollen. Weil das hat mir beim letzten Mal verraten, was, wo, in welcher Anzahl, wie, wo, ist und wann und Gedöns. Oh ja, gleich diesen Weg hier als erstes. Das wird lustig. Lustig. Ah ja. Hatte gerade etwas Schwierigkeiten zu erkennen, auf welcher Höhe die Münze ist, also... Ne, ihr versteht schon. Ja. Gut. Nein, sammle ich nicht ein. Ich will mir nämlich genau merken, wie viele Münzen ich noch brauche. Das heißt, das ist dann auch gleichzeitig... der 80-Münzen-Stern. Mal wieder. Cool. Logisch. Ah. Aber sie alle zu brauchen, wird sicherlich nicht einfach. Sorgt natürlich auch dafür, dass du auch alle Missionen nochmal in gewisser Art und Weise zumindest zu einem Teil wiederholen musst. Was nicht immer ganz einfach wird. Also das ist wirklich... ein schweres Level. Ein sehr, sehr schweres Level. Und das ist wirklich dann doch eher was für Profis als für Casual Gamer. Oder für Leute, die sich nach all den Jahren vielleicht doch endlich mal reinfuchsen sollten, anstatt immer nur zu safe-staten. Aber was soll ich machen? Würde ich das nicht machen, hätte ich keine Freude an dem Let's Play. Glaubt mir, wirklich. Ohne Safe-States würde das hier überhaupt keinen Spaß machen. Weil ich einfach viel zu lang für alles brauchen würde. Wie viele Sterne hätten wir dann jetzt wahrscheinlich beim 29. Part ist das jetzt? Ich glaube, wir hätten vielleicht so 20 Sterne oder so. Ich glaube, mehr hätte ich noch nicht hinbekommen. Oder sagen wir aber vielleicht 1 Stern pro Part oder so. Und viele hätte ich auslassen müssen und dann könnten wir das Ganze auch nicht auf 100% spielen. Genau so ein Scheiß würde mich dann wieder zurückwerfen. Das war so unnötig gerade. Ah, ja. War dieses Level... Ja, führt mir tatsächlich wieder so schön meine Grenzen vor Augen. Die ich in, oder meine Defizite vor Augen, die ich in diesem Spiel halt doch noch habe. Und ich finde das echt erstaunlich, dass es wirklich Leute gibt, die sowas im Schlaf können. Das ist wirklich erstaunlich. So, hier ist die Lila Münze und ich könnte mir vorstellen, dass da oben bei dem Wandsprung, bevor wir jetzt durch den Warp gehen, könnte ich mir vorstellen, dass da oben bei dem Wandsprung auch noch was ist. So. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe mir nicht gemerkt, wie viele Münzen es jetzt hier waren schon.
mit wie vielen Münzen ich diesen Abschnitt jetzt hier betreten habe. Und das ist jetzt ein großes Problem, wie gesagt. So, das funktioniert soweit. Also, wann springen, sprungen, gesprungen wir uns hier wieder rüber? Nein! Doch! Ah, Mann ey. Oh! Aber wenigstens klappt es jetzt beim zweiten Versuch. Boah! Das ist ein tödlicher Wandsprung. Und ich werde wahrscheinlich gleich feststellen, dass ich ihn gar nicht gebraucht hätte oder irgendwie sowas. Wobei, mal abwarten. Vielleicht ist auf dem Dach da wirklich noch was. Da bin ich ganz froh, dass ich hier gewesen bin wahrscheinlich. Gibt's doch nicht. So, egal. Schalter ist gedrückt. Auf sehr coole Art und Weise. Und ich stelle fest, das hätte ich mir sparen können. Weil wenn ich jetzt gerade den Kameraschwenk richtig gemacht habe, also, dann gibt's hier wohl anscheinend nichts mehr. Hm. Aber immerhin, das würde auch bedeuten, dass wir diesen Abschnitt hier, was mache ich denn? Dass ich den bereinigt habe. Den zumindest. Das ist doch auch schon mal was. Das ist psychologisch? Nee, guck mal, da hinten ist tatsächlich eine lila Münze. Wahnsinn. Psychologisch ist das durchaus was wert. So, also wieder beim Stern. Der Warp ist nicht aktiv. Was? Moment, was stand auf dem Schild nochmal? Ich habe die Erklärung leider vergessen. Das war dämlich. Da erklärt er mir schon extra was, macht ein Schild hin, wo er den Aufbau dieser Mission genau erklärt. Und ich schaue es mir vor diesem Part nicht nochmal an. Das ist typisch. Aber egal, wir werden es trotzdem hinbekommen. Ja, und genau zwischen beiden Säulen. Es ist wundervoll, was mir in diesem Part heute alles zustößt. Ist das nicht wunderbar? Ich bekleckere mich hier definitiv in diesem Level überhaupt nicht mit Ruhm. Oh Gott, dammit, Nappa. Hier ist aber nichts wie rüber hier. Okay, cool. Was ist hier? War das vorher auch schon so? Ach ja. Aber ist doch ganz hübsch hier. Ist doch eine hübsche Gegend. 2, 3. So, wunderbar. Haben wir zumindest mal wieder volle Energie. Uff. Und immerhin schon 21 von diesen netten kleinen Münzchen gesammelt. Ist auch nett. Leider brauchen wir... Over 9000! Aber das bedeutet, wir haben zumindest fast die halbe Miete schon. Ich kann rechnen. Wahnsinn. Also ein bisschen. Das habe ich ja schon mal erklärt, das ist das geheime Grundschulwissen der alten Ahnen, das ich mir seinerzeit angeeignet habe. Mysteriös. Ist da oben drauf noch irgendwas, bevor ich jetzt nicht mal drum rumrenne? Mich würde es nicht wundern. Das würde mich echt nicht wundern. So. Okay, gehen wir mal da drauf. Ja, hier hinten dran. Die ist doch wunderbar versteckt. Also, hier darfst du wirklich kein Fleckchen auslassen. So etwas bestraft der Herr Brodute sofort. Wuhu! So, Mirror Path. Aber ich würde mal sagen, Leute, diesen Mirror Path und die restlichen aller Münzen, die sammeln wir erst im nächsten Part von... Super Mario 64, Star Revenge 2, Act 1 to the Moon, ein Hack von Brodute. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk.